In diesen und in den folgenden Videos möchte ich euch Schleifen zeigen. Schleifen gehört mit zur Programmsteuerung und alles, was wiederholt werden muss, das wird in Schleifen gepackt. So, deshalb sind Schleifen sehr, sehr wichtig, gerade wenn man zum Beispiel große Datenmengen durcharbeiten möchte, dann sind Schleifen einfach ein ganz wichtiger Aspekt des Programmierens. Die erste Schleife, die ich euch zeigen möchte hier in diesem Video, das ist die sogenannte Vorschleife. Und die Vorschleife hat einen, naja, zunächst sieht das erstmal ziemlich unübersichtlich aus, die Syntax von der Vorschleife, aber das wird relativ schnell klar. Vor ist das Keyword oder das Schlüsselwort, was sozusagen die Schleife einleitet. So, hier hinten seht ihr die geschweiften Klammern, die für einen Programmblock stehen. Das heißt, alles, was dahinter kommt, wird wiederholt ausgeführt. Und hier hinter dem For-Keyword direkt habt ihr eine runde Klammer und dort stehen drei Terme drin. Und zwar einmal eine Variablendeklaration, da wird die sogenannte Schleifenvariable drin initiiert. So, dann habt ihr eine Wiederholungsbedingung, das heißt eine Bedingung, wie lange die Schleife durchlaufen wird. Und ihr habt eine Schrittberechnung, die meistens, und sollte man auch normalerweise machen, mit der sogenannten Zähler- oder Schleifenvariable durchgeführt wird, also mit der Variable, die ihr hier in dem ersten Teil deklariert. So, das Ganze sieht etwas einfacher aus, wenn man sich das dann sozusagen mal als so eine Reihenform darstellt. Und zwar habt ihr hier als erstes die Schleifen- oder die Variablendeklaration mit der Schleifenvariable, die heißt hier i und die wird gleich auch auf 0 gesetzt. Das heißt, die wird nicht nur definiert, sondern auch gleich mit einem Wert zugewiesen. Dann habt ihr hier die Abbruchbedingung bzw. die Wiederholungsbedingung eigentlich. Und zwar, solange i kleiner ist als 10, wird die Schleife durchlaufen. So, und hier ganz zum Schluss habt ihr dann die Veränderung von der Schleifenvariable. Hier wird nämlich jedes Mal, wenn die Schleife durchlaufen wird, um 1 nach oben gesetzt. Und die Schleife ist so aufgebaut, hier in diesem Fall, dass eben alles, was dahinter kommt in den geschweiften Klammern, 10-mal durchlaufen wird. So, also am Anfang ist i 0, dann wird es immer hochgesetzt und wenn i 9 ist, wird es das letzte Mal wiederholt und sobald i 10 ist, geht es hinter der Schleife weiter. So, das muss man aber nicht unbedingt so machen, dass man jetzt die Werte direkt in dem Schleifenkopf, so heißt hier diese runde Klammer, Schleifenkopf, dass man die dort festlegt mit einem festen Wert, sondern man kann auch Variablen einsetzen. So, man kann nämlich zum Beispiel sagen, i soll am Anfang zum Beispiel x-min sein. Woher man immer auch diese Variable bekommt, x-min, so, man kann eben die Zählervariable oder Schleifenvariable mit einem veränderbaren Wert definieren. Genauso kann man das mit der Abbruchbedingung machen. So, x-akt kann jetzt irgendeine beliebige Zahl sein. So, und man kann hier natürlich auch nicht nur kleiner gleich, sondern alle möglichen Gleichheitsbedingungen einsetzen. So, letzte Sache, die man hier machen kann, hier hinten kann natürlich auch jede Art von Berechnung stehen. So, hier bei dem ersten Beispiel hatten wir i++, das heißt, das Hochzählen der Variable um 1. So, und hier haben wir zum Beispiel i minus gleich 2, das heißt, die Variable wird nach unten gezählt und zwar in einer Schrittfolge von 2. Und das heißt, so kann man Schleifen oder die Vorschleife relativ flexibel einsetzen. Gut, das war's für dieses Mal. Das nächste Mal bekommen wir eine andere Art der Vorschleife. Das ist auch eine sehr, sehr wichtige Art der Vorschleife. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.